So, Freunde, Sorry hier. Und heute zeige ich euch wieder einen kleinen GTA-Glitch. Ihr seid das Super Squid Gaming, ihr seht hinten auf meiner Jacke. Und mit diesem Glitch macht ihr nach dem Patch 1.13 wieder, könnt ihr wieder Geld verdienen damit. Ja. Was ihr dazu braucht, ist eine Wohnung im Eclipse Tower, und zwar diesem hier. Wenn ihr nicht wisst, wo das ist, ja, dann schauen wir mal noch kurz auf die Karte. Wenn ihr fragt, warum ich so leise rede, ist es ein bisschen spät am Abend. Also, hier braucht ihr eine Wohnung. Dann braucht ihr diesen Laster, den Moody Laster. Den könnt ihr entweder irgendwo finden oder ihr kauft ihn hier bei Warstock für, da haben wir ihn, für 27.000. Und ihr braucht ein Motorrad. Das ist mein Motorrad, die Carbone S. Aber, also am besten, soweit ich es jetzt rausgefunden habe, funktioniert es mit der Barty. Die Barty, falls ihr es jetzt nicht wisst, ich zeige es euch deswegen einfach mal, findet ihr ganz unten bei San Andreas Superautos oder wie das heißt. Hier, das ist die Barty. Die da, mit der funktioniert es am besten. So, was ihr jetzt macht, ihr holt euch diesen Laster. Und okay, meiner sieht ein bisschen mitgenommen aus, das gebe ich zu, weil ich den Glitch schon öfter gemacht habe. Fahrt mit dem rückwärts so hin, das ist ein bisschen schwierig jetzt, vielleicht seht ihr es nicht gescheit. Okay, die rechte Kante muss am Ende von G sein, von Parking. Ja? Auf jeden Fall. Und der Laster sollte gerade stehen. Und dann guckt ihr hier hin und schaut, dass der Reifen ungefähr, genau, so. Ich zeige euch nämlich jetzt mal, wie ungefähr meine Position ist. Ungefähr so muss der Reifen sein im Abstand, damit es passt. Dann, was ganz wichtig ist, ihr müsst die Reifen platt schießen. Bei mir sind sie schon platt. Denn sonst rutscht ihr an der Seite ab und krüppelt dann irgendwie hier so links und rechts und dann müsst ihr euch selbst umbringen. So, es kann auch sein, ich weiß nicht, ob der Glitch jetzt gleich funktioniert, dass wir hier in der Seite vom Laster stecken oder im Unterboden. Wenn wir im Unterboden stecken, dann explodiert der Laster meistens. Ihr könnt aber schnell versuchen, hier reinzugehen in die Garage und dann spawnt euer Motorrad wieder. Oder wenn ihr hier an der Seite steckt und das Motorrad wurde kopiert, dann fahrt es einfach das Motorrad rein und dieses hier wird verschwinden. Ansonsten habt ihr Pech gehabt und ihr müsst den ganzen Laster zerstören und das einfach nochmal machen. Wie schon gesagt, es kann ein bisschen dauern, bis man den Laster hingestellt hat und so justiert hat, dass es 100% funktioniert. Manchmal geht es einfach nicht, dann müsst ihr wieder reinfahren und es nochmal probieren. Deswegen, ich werde jetzt einfach alles so spielen, wie es ist und euch so zeigen, wie es bei mir funktioniert. Weil manchmal, wenn es dann nicht geht, dann seht ihr halt auch, dass es manchmal einfach nicht funktioniert, aber man darf halt nicht aufgeben, muss halt auch manchmal den Laster dann neu positionieren, wenn das Motorrad drunter liegt. So, genau, ihr fahrt jetzt raus, ihr macht einfach da nichts, wenn er rausfährt, er crasht es jetzt, dann rutscht er leicht nach links, darum die Reifen von dem Ding platt schießen, fährt nochmal dagegen und jetzt hoffen wir, dass es klappt. Und es hat nicht geklappt, Freunde, wie ihr vielleicht seht, wobei, das kann ich jetzt noch nicht sagen, wenn ich das Motorrad drin aufheben kann. Also ihr seht vielleicht, auf der Straße, auf der Karte ist noch eins gespawnt. Okay, es hat nicht geklappt. Schade. Egal, jetzt bin ich mal wieder reingegangen. Entweder ist das jetzt weg oder auch nicht. Ansonsten muss ich nochmal raus und mein Motorrad holen. Also das ist schon mal Spezialfall Nummer 1, wenn es nicht klappt. Der zweite Spezialfall wäre, das Motorrad steckt unten im Boden und ihr seid in der Ladefläche. Dann solltet ihr euch schnell nach draußen begeben, denn dann wird das Motorrad und der gesamte Laster explodieren. So, dann holen wir uns das hier. Das ist normalerweise die Kopie, die gemacht wurde. Und das andere gammelt da immer noch drin. Ja, es sollte jetzt eigentlich weg sein, wenn ich dann wieder rausfahre. Dann gucken wir uns das alles mal an. Ja, also, genau, habe ich ja vorher gesagt. Also, manchmal funktioniert es einfach nicht und manchmal funktioniert es. Vielleicht brauche ich auch einen neuen Laster irgendwann. Wenn er nämlich zu hart im Arsch ist, geht es dann auch nicht mehr. Okay, genau. Das ist auch was. Ja. Toll, ihr seht, okay, das ist jetzt eins von diesen. Zweiter Spezialfall. Ihr werdet die ganze Zeit so fahren. Also bleibt uns nichts anderes übrig, außer uns selbst umzubringen. Geht leider nicht anders, Freunde. Dann zeige ich jetzt den Glitch nochmal von Anfang an. Direkt. Wieso auch nicht. Da ist er. Auch schon. Dann nehmen wir den. Und fahren
zurück. So, und hier sind wir wieder angekommen mit dem Muli. Und jetzt können wir ihn auch gescheit dahin fahren. Am Ende vom G. Genau so ungefähr. Muss er stehen. Da, wieso macht sie ein Bild von einem Laster? Naja. Okay, vielleicht noch ein kleines Stück vor, aber dieses Rad. Ich mag es immer gerne ein kleines Stück weiter vorne, den Laster zu haben. So. Genau, also das Rad fahren wir so hin. Dann schießen wir hier. Ey. Den platt. Und den platt. Und dann probieren wir es nochmal. Ob es dieses Mal klappt. Wenigstens habt ihr die Extremfälle schon gesehen, bis auf den letzten, wo ich sterben werde. Aber das ist bestimmt auch nicht so besonders anzugucken. Also, dann schaut lieber das SSG-Logo auf meinem Rücken an. Wundert euch, wie wir das da reinbekommen haben. Und jetzt schauen wir mal, ob es dieses Mal klappt. Ich würde mich sehr darüber freuen. So, genau, jetzt fahren wir nämlich genau auf die Mitte zu, wenn man das so macht. Fährt dagegen. Und es hat... Nein. Doch, es hat geklappt. Seht ihr, wenn er jetzt drin stecken geblieben wäre, wäre das ziemlich schlecht gewesen. Aber ist er nicht. Motorrad liegt hier. Und jetzt kann ich euch zeigen, wie der Glitch eigentlich weitergeht. So, dann macht ihr hier das Internet auf. Geht wieder auf Reisen und Transport. San Andreas Super Autos. Und runter hier zum Karen Rebel. Und den kauft ihr, egal welche Farbe, zum Eclipse Tower. Und dann fahrt ihr zu Los Santos Customs. So, es sind ein paar viele Autos hier, aber wir fahren mal zu Los Santos Customs. Das glaube ich, brauche ich noch nicht mal abzukürzen, weil das Ding ist eh relativ schnell. Noch zu sagen, solltet ihr so wie ich gerade einen Unfall bauen, das Motorrad bleibt einfach liegen, auch wenn ihr sterbt. Das ist kein Problem. Nur ihr müsst, das ist ganz wichtig, dringend warten, bevor ihr zu Los Santos Customs reinfahrt. Da es sonst resettet wird, dass das andere Motorrad noch da oben steht. So. Wir sind jetzt hier bei Los Santos Customs. Und was wir machen ist, wir rufen den an. Also ihr müsst nicht mit dem Vorderrad über die zu Los Santos Customs reinfahren. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich bleibe immer hier am Parkplatz stehen. Ruft den Mechaniker an. Drücke dann auf Eclipse Tower und hol mir den Rebel. Dann mache ich meistens die Karte groß, um zu gucken, wann der Rebel, also wann mein neues Fahrzeug unten aufploppt bei der Karte. Und sobald es aufgeploppt ist, fahrt ihr einfach rein. Und ihr müsst jetzt nicht irgendwie auf so einen Kringel, wie der jetzt da unten in der Ecke ist, müsst ihr gar nicht warten. Das ist eigentlich egal, es ist wirklich egal. So, dann drückt ihr Fahrzeug reparieren und einfach auf Verkaufen. Und ihr werdet dann sehen, dass das Motorrad noch da ist und dass der Glitch gemacht ist. So, ich weiß nicht, damit es vielleicht realistisch rüberkommt, schneide ich das mal nicht, wenn ich zur Garage gehe, damit ihr seht, dass es auch alles mit wahren Dingen zugeht und dass ich das nicht geschnitten habe oder gefaked habe oder dass sonst irgendwas, weil da habe ich schon viel gelesen im Internet und so. Und solltet ihr eventuell vergessen, den Mechaniker zu rufen, dann müsst ihr einfach den Glitch nochmal machen. Aber ihr müsst den Rebel dann nicht nochmal kaufen, sondern ihr könnt einfach den Rebel, den ihr vorher gekauft habt, einfach dann rufen. Das aber nur, wenn ihr halt vergessen habt, den Mechaniker zu rufen, bevor ihr zu Los Santos Customs reingefahren seid. Das ist mir auch schon des Öfteren passiert. Ist aber eigentlich kein Problem, denke ich jetzt mal. Ja. Wahrscheinlich habe ich eh... Oh, diese hässlichen NPCs, die gehen mir richtig auf den Sack. Ja, genau. Und wie ihr vielleicht seht, hier der Laster steht immer noch da. Die anderen komischen Autos stehen auch noch da. Dann gehen wir wieder in die Garage rein. Dann werdet ihr sehen, Motorrad ist noch da. Kann man gleich wieder machen. Funktioniert eigentlich immer wieder. Funktioniert sogar in der Sitzung, wenn ihr mit Freunden da seid. Die können das auch machen. Voraussetzung ist dieses Haus. Funktioniert eigentlich mit jedem Motorrad. Mit manchen schwieriger als mit anderen. Mit dem neuen, mit dieser Sust oder Trust oder wie das heißt. Da ist es ein bisschen schwieriger, die gibt 77.000, wenn ihr sie verkauft. Aber ich benutze sehr, sehr gerne das Carbon RS Motorrad. Ja,
Und wie ihr vielleicht seht, jetzt mache ich es einfach wieder. Schauen wir mal, ob es klappt oder ob ich dieses Mal unten stecken bleibe und das Ding explodiert. Das wäre natürlich nicht so schön, aber dann hättet ihr den dritten Extremfall gesehen. Gut, dieses Mal hat es wieder nicht geklappt. Ihr seht ja, also es ist eine Glückssache, ob es klappt. Manchmal klappt es 10-mal hintereinander, manchmal klappt es dann auch gar nicht. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wie der Glitch geht. Deswegen danke fürs Anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch bitte einen Daumen rauf. Abonniert uns. Kommentiert, wie ihr es geschafft habt, ob ihr noch irgendwie eine andere Möglichkeit gesehen habt. Ja, ansonsten in diesem Sinne, sag ich mal, euer Soul Reaper. Bleibt uns treu auf Super Squad Gaming. Und da kommt noch viel mehr GTA, wenn jetzt dann endlich die Raubüberfälle kommen.